Hallihallo und guten Tag. 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 Wir sind's wieder, wollte ich sagen, sind wir aber nicht wieder, denn wir spielen, glaube ich, zum ersten Mal zu dritt was zusammen, oder? Nein, wir haben schon Minecraft zusammen gespielt. Stimmt, Minecraft haben wir gespielt, richtig. Ah. Aber mit einem neuen Spiel diesmal. Conny, Jochen und ich mit Gauntlet, dem Remake eines, ich glaube, 1985er oder 86er Spiels, das es auch auf dem Automaten gab. Und wir haben unsere Klassen ausgewählt. Ich bin Bogenschütze, ich bin 11. Conny ist Zauberer. Weiß es noch nicht. Soll ich beim Wizard bleiben? Ich bleibe beim Wizard, auch wenn er schwer ist, egal. Sollen wir einfach loslegen? Ja, legen wir los. Ich nehme den Krieger. Der sieht auch so ein bisschen aus. Aus wie du, wolltest du sagen? Ich habe nämlich auch so eine schöne Gürtelschnalle wie der. Achso, ich dachte, du hast die Statur wie der. Ihr beiden habt euch das noch nicht angeguckt. Ich habe eben den ersten Probe-Level gespielt. Also nicht Probe, aber den ersten Level mal gespielt. Und dachte mir schon, Alter, ist das kompliziert. Nein, ist es nicht. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich hab aber das Tutorial gespielt und habe mir die vier verschiedenen Klassen angeguckt. Und der Zauberer hat Tastenkombinationen, mit denen er jeweils einen Zauber aktivieren kann, der dann bei ihm auf der linken Maustaste, glaube ich, liegt, oder auf der Space-Taste, ich weiß es gar nicht genau. Okay, und welche Tasten kann ich dafür verwenden, weißt du das? Shift, das Space und linker und rechter Mausbutton, aber frag mich nicht, was genau die Kombinationen sind. So wie ich das gesehen habe, gibt es da sogar Guides, irgendwie, die dir genau erklären, welche Tastenkombinationen was machen. Super, schön, dass ich die noch nicht gespielt habe, aber tatsächlich mit Shift, ich kann die Shift-Taste klicken, dann erscheint unter meinem Dings hier so ein Symbol. Okay, es ist schon schwer für mich überhaupt irgendwas zu treffen. Also ich bin der Tor, wer ist der Zauberer? Ich bin Conny. Der Zauberer, ja. Das Problem ist, ich kann tatsächlich hier, weiß nicht, wie ich hier was auslöse. Eindeutig besser als Diablo. Sehe ich jetzt schon. Jochen, wie lange hast du überhaupt Diablo 3 gespielt? Ja, habe ich. Aber es hat dir nicht gefallen. Ich habe es nicht lange gespielt. Ich hatte keine Zeit mehr. Hör doch mal auf hier die ganze Zeit mit dem. Die Pfeile. Ja, dieser Frostdings, der ist gut, glaube ich. Den du da jetzt aktiviert hast. Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich ihn aktiviert habe, aber wenn ich jetzt keine Shift-Taste mehr klicke, müsste der eigentlich bleiben, hoffe ich. Hat einer eigentlich das Original gespielt? Nein. Ich habe das mal gespielt, aber die einzige Erinnerung, die ich daran habe, war, dass es mir irgendwie nicht richtig gefallen hat. Da ist ein Schlüssel auf dem Tisch hier hinten. Und ich glaube, den müssen wir nehmen, um hier durch das Ding durchzukommen. Oh. Ich halte hier meinen Laser mal auf dieses Ding, auf dieses... Yay! Das ist das ein... Das war ich. Das ist war ich alleine. Oh ja, Leute, jetzt geht's ab. Oh. Das ist ein Monster-Spawner gewesen, dieses Ding. Guckt euch mal meinen fetten, ihr wisst schon, hier Dingsbums an, was auch immer das ist. Keine Sauereien jetzt. Ich sag ja nichts. Und wie sich das so gehört, wenn man irgendwelche Grabkammern plündert, oder wenn man sich überhaupt in irgendwelchen Grabkammern befindet, macht man am besten alles kaputt. Ich habe keine Ahnung, wo wir lang müssen. Dach, da unten geht's weiter. Ich hab Erdnussschlocken übrigens. Das ist fein. Die sind von gestern, die sind schon ein bisschen pappig. Magst du die auch lieber, wenn die pappig sind? Ja. Altes Pizza-Prinzip, oder? Und hier liegt jetzt irgendwie... Nee, Pizza esse ich lieber frisch, Conny. Ich nicht. Ah! Hier liegt Essen, mit dem Essen können wir unsere HP herstellen, aber dieses Essen kann man wohl auch kaputt schießen und man sollte es nicht kaputt schießen. Wollen wir vielleicht mal kurz... Pause machen? Nee, ja, vielleicht auch das. Oder ihr sagt mir, welche Shot oder welche Tasten man noch kennen muss. Gibt es irgendwie einen Charakterscreen oder eine Inventartaste? F. Also F ist wohl irgendwie unter anderem Springen, habe ich gehört. Also scrollen kann man nicht, ne? Verkleinern und vergrößern kann man das Ganze nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, du kannst mit Escape Steuerungsüberblick kannst du sehen, welche Tasten. Mach ich vielleicht nicht jetzt. Alter, ich brauche hier. Wie kann ich nochmal Heal Potion essen? Es gibt keine. Also ich glaube, es gibt keine. Ich muss tatsächlich mal Control Scheme. Na toll.
Ich dachte, wir sind ein Team, ihr Schweine. Ach, guckt einer an. Es gibt noch Q und E für Activate Relic 1 und Activate, also irgendwie, und dann gibt's noch Inter, okay. Okay. Und Fire, okay. Welcome back, Warrior. Haben wir hier einen Schlüssel für eigentlich? Wir haben hier einen Schlüssel für, oder? Nee, haben wir nicht. Mist. Ihr habt mich. Ich habe immer noch nicht so wirklich Plan, was ich hier mache, aber offenbar treffe ich überhaupt Leute. Also du hast, glaube ich, bis zu 9 verschiedene Zauber, die du halt mit unterschiedlichen Kombinationen von Spells irgendwie auslösen, also Tastenkombinationen auslösen kannst. Aber okay. Das ist, glaube ich, wirklich so eine Wissenschaft für sich, die mal... Oh. Ich bin in eine Falle gelaufen. Wie kommt man denn über diese Fallen, ohne dass was passiert? Ich glaube, man muss einfach nur schnell drüber laufen. Ah, okay, ja. Das stimmt. Oh. Ich hab gedacht, ich wäre der Barbar. Ich bin tot. Alter Vater, ey. Oh, ich bin tot. Leute, ich kann das nicht alleine. Warum habe ich jetzt keine Energie mehr? Ich kann nichts mehr machen. Wir sind alle drei tot. Scheiße, dann ist das Spiel vorbei. War ein kurzes Let's Play, oder? Wir können jetzt nicht mal an der Stelle weitermachen? Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Hauptsache Achievement abgesahnt. Ja, aber du kriegst halt auch Achievements fürs Sterben und fürs Infallenlaufen. Dann lass uns doch sterben. Das haben wir ja schon erfolgreich gemacht. Warte mal, ich muss mal in mein Inventar, wie geht denn das? Ich glaube, es gibt kein Inventar. Wie? Ich muss doch hier, oder muss hier meine Tastaturkombination und die Spells und so einrichten. Oh, jetzt habe ich auf einmal Feuer. Oder geht das auch nicht? Oh, geil. Das, na bitte, Leute, jetzt habe ich echt Bock auf das Spiel. Wie hast du das gemacht? Ich habe einfach die Space-Taste gedrückt und dann switcht er. Oh, das ist fett. Wie, der switcht? Der switcht von Eis auf Feuer. What? Oh, das macht viel mehr Spaß jetzt. Die Problematik ist, wie schalte ich wieder zurück? Oh, geil. Ich bleib auf Feuer. Ich hoffe, das ist okay für euch. Nee, das sieht auch aus. Das klaue ich euch. Klaue ich euch. Stört dich. Ich denke jedes Mal, ich wäre ein anderer. Ey, Georg? Ja, hier? Hast du schon verraten, dass du FIFA mit Maus und Tastatur spielst auf dem PC, du Idiot? Kannst du nicht einfach mal was Nettes sagen, Jochen? Da dachte ich mir, ich kaufe mir mal FIFA. Vielleicht können wir dann irgendwann auch mal FIFA spielen. Spiel nicht auf dem PC. Niemand spielt FIFA auf dem PC. Und dann werde ich von dir nicht nur angemault, sondern gleichzeitig auch noch beleidigt. Du spielst FIFA auf dem PC und nimmst die Tastatur und Maus. Ich habe mir das halt gestern gekauft und ich hatte kein Gamepad, also habe ich die Wahl gehabt, entweder gar nicht zu spielen oder mit Maus und Tastatur. Du bist bestimmt total schlecht, oder? Ja. Leute, also, während ihr euch hier gegenseitig an den Kopf ballert, finde ich hier immer besser raus, welche Zaubersprüche ich kann. Seht ihr das? Nee. Ja, jetzt hast du irgendwie so eine komische Frostnova oder sowas gemacht. Und wie kann man die wechseln? Also es gibt die Shift-Taste und es gibt die Space-Taste. Und je nachdem, in welcher Kombination ich die drücke, kann ich zaubern. Allerdings gibt es Zauber, die bleiben, also wie zum Beispiel dieses Feuerteil. Das heißt, das kann ich jetzt mit der linken Maustaste permanent ausführen. Wogegen es Zauber gibt wie die hier, diese Frostnova, die kann ich nur einmalig ausführen und muss danach wieder Shift und Space drücken. Shift, Space und das ergibt diese Frostnova, wenn ich Space, Space drücke und die linke Maustaste kann ich Feuer werfen. Also wie Georg schon richtig sagte, es ist eine Wissenschaft für sich. Ich hab's zufällig jetzt irgendwie. Ich glaube, es gibt 9 verschiedene Zauber, die du hast. Okay. Hier unten geht's weiter, ihr bremst mich. Entschuldigung, wir wollten noch ein bisschen looten. Ich glaube, man kriegt das Loot auch nur, wenn man tatsächlich es lebend durch den kompletten Level schafft. Hau nicht das Essen kaputt! War ich das oder Jochen? Ich weiß nicht, Jochen glaube ich. Der Barbar. Jochen, hau nicht das Essen kaputt. Ich weiß nicht, warum ich da gerade da hinschieße, wo ich hinschieße, aber ich glaube, das ist nicht gut, nicht sinnig. Jochen, also optisch finde ich es übrigens schön. Er kniet Jochen nieder. Was tut denn für Sachen?
Jochen. Ja, hier. Ja, wir müssen da runter. So, ohne mich geht's nicht, ne? Nee. Ah, Leute, ich habe noch einen Trick. Die rechte Maustaste. Da gibt's nämlich dann diese Bomben da hinten. Also, das hier. Moment. Ah, das geht wieder nicht. Scheiße, Vorführeffekt. Hast du einen Cooldown drauf? Weil hier sehe ich gerade so ein Cooldown-Zeichen aktiv. Und der ist jetzt gleich abgelaufen. Wo siehst du den? Bing, unten in der Mitte. Die gelbe Leiste sind deine HP. Ja. Und darunter ist dein Cooldown. Weil ich kann das aktivieren und dann... Wie kann ich es wieder zünden? Gar nicht. Okay, es gibt also drei, sag ich mal, Elemente, die ich zusammenmixen kann. Und je nachdem, wie ich sie zusammenmixe, entstehen neue Zauber. Sprich, Shift-Taste, also linke Shift-Taste, Space-Taste und die rechte Maustaste ist auch ein Element. Testen wir gleich mal. Oh, jetzt habe ich so einen schönen Blitz. Und über dir leuchtet, glaube ich, immer, wenn du einen Cooldown benutzt hast, das Symbol auf, wenn der Cooldown wieder ready ist. Okay. Aber irgendwie kann ich den jetzt nicht mehr zünden. Achso, wie kann ich denn meine Heal Potions nehmen? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob er überhaupt Heal Potions hat. Naja, da oben die... Das Geile am... Die Getränke über der Leiste. Ich weiß es nicht. Also es gibt keinen, laut dem Control Scheme gibt es nichts, kein... Doch, versuch mal die Taste F. Funktioniert das? F heißt, ist nämlich die Use-Taste, aber das scheint nicht zu klappen. Jochen, falsche Richtung. Steuerungsüberblick. Wie kommen wir denn hier rein? Mach mal auf hier. Relikt 2 aktivieren. Dafür. R. Was habe ich denn jetzt wieder gemacht? Ach Mist. Relikt 1 aktivieren. Oh! Das ist natürlich auch geil. Wisst ihr denn was, an welches Spiel mich das erinnert? Der Magier? Wie heißt denn das nochmal? Scheiße, da gibt's auch eine Reihe von. Müsste ich mal in meiner Steam-Liste nachgucken. Ich schieße jetzt auf Jochen. Leider ist hier Friendly Fire offenbar aus. Ja. Komm mir nach. Jetzt sind wir im Arsch. Boah, guckt euch mal an, was ich für einen Flächenschaden mache mit diesem Feuer. Alter. Aber nicht jeder. Hier längst tot, ne? Also nicht jeder Angriff macht irgendwie Schaden an diesem Spawner, ne? An diesem Ding, was jetzt gerade die Zombies gespawnt hat. Ah, das ist ja echt fett. Ah. Er hat's automatisch aufgefüllt, Jochen, hast du gesehen? Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. War gar nicht so schlau gerade, glaube ich, von mir. Einfach durchlaufen. Der Elf ist zurück. Hast du gehört? Ich sehe schon die Testberichte. Eine gute Diablo-Alternative für zwischendurch. Normalerweise enden die Dinger noch immer mit kann bedenkenlos zugreifen. Also mir macht es ehrlich gesagt langsam Spaß, wo ich rausgefunden habe, dass es da diese ganzen Möglichkeiten gibt. Vor allem kriege ich die hier alle weggeschossen. Leute! Die Deppen. Wir müssen helfen. Wir müssen die Spawner vor allen Dingen kaputt machen. Ja, erstmal die Spawner kaputt machen und danach die kleinteiligen Scheißviecher. So, wir haben einen Spawner kaputt gemacht, das ist gut. Ah, fuck, falsche Kombo. Ich weiß nicht mehr, wie ich, Fuck! Mann! Arschloch! Oh, 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 oh! Sind wir wieder alle tot? Nein. Explosive Exit? Revive! Du kannst doch noch. Wann wird man denn revived? Ich kann nicht reviven, glaube ich, oder? Doch, wir haben Cooldown gerade. 2, 1 und jetzt müssen wir wieder da sein. Ah. Revive F. Warum konnten wir eben nicht reviven, weil wir alle gleichzeitig tot waren? Vielleicht. Ich versuche von hinten das Ding kaputt zu machen. Bleibt ihr mal da in der... Sehr schön. Sehr schön. Dafür wurde ich ausgebildet. Mhm. Oh, Achtung! Oh, oh, oh. Abhauen! Okay. Da ist noch einer. Leicht dich, Kollege. So. Alles gut?
Ich habe mir das Fass genommen. Kann ich jetzt das Ding hier wegsprengen? Oh, Achtung, geht los. Passiert aber nicht. Funktioniert. Wie hast du es dir denn genommen? Mit der F-Taste? Mit F, ja. Wir haben keine Schlüssel dafür. Wo finden wir die Schlüssel? Hatten wir nicht vorhin irgendwie einen aufgesammelt? Die liegen überall rum. Ja, aber die brauchten wir ja schon. Wir sind ja schon an so einem Schloss-Dings vorbeigekommen. Oh. Was ist das denn? Also die Zauber, die ich habe, finde ich schon cool. Müsst ihr schon zugeben. Übrigens, ich habe völligen Blödsinn erzählt. Die Zauber werden beibehalten, wenn ich sie einmal aktiviert habe, kann ich mit der linken Maustaste, nachdem der Cooldown zu Ende ist, die immer wieder abfeuern. Guckt. Zack. Die Frage ist nur, wie kommen wir hier weiter? Aha. Was hast du gemacht? Hier sind so, Leute, hier sind links und oben sind da Risse in der Wand. Vielleicht hätten wir eins dieser Fässer nehmen sollen. Moment. Und hier hin. Kann man die denn aufnehmen? Geht los, Moment, mit der F-Taste. Yay, Leute, nennt mich King of Dungeon heiße ich ab heute, bitte. Ich nehme gleich mal eins mit, man weiß ja nie, wofür man es brauchen kann. Oder du musst was essen. So gut wie Absinth. Aber hier kommen wir trotzdem nicht weiter. Nee, das stimmt. Aber vielleicht hier oben, Moment. Leg mal hier ab. Zack. Achtung! Bonnie. Aha! Ja, bitte. Da ist ein Schlüssel. Ich hab Schlüssel. Super. Mach eine der Türen auf. Oh, scheiße. Eine habe ich gesagt. Alter. Ich bin immer noch im Cooldown. Was das Ding hier macht, wissen wir auch noch nicht so richtig, ha? Diese Kugeln, die du da machst, ich habe keine Ahnung. Irgendwas davon ist halt CC, aber... Wir versuchen es mal. Die Kugel muss aber sehr stark sein, weil ich einen krassen Cooldown habe irgendwie. Geh mal die Monster tot, ich sammle das Geld ein. So. Klingt gut. Bitte. Oh, guck dich das an, was die Kugel macht. Die schützt nicht. Wenn jeder, der in der Kugel steht, ist unverwundbar. Ja, dann komm mal her. Ja, ich kann nicht, ich hab grad Cooldown. Erstmal schnell hier das Ding kaputt machen. Alter, die sind aber ein bisschen heftig, ne? Heul doch nicht. Wie gefällt's euch denn eigentlich so bisher? Diener des Bösen. Ja. Herr Jochen ist ja sowieso der totale Action-RPG-Fan. Er spielt ja in seiner Freizeit nichts anderes. Ja. Dafür ist er bekannt. Dafür ist er bekannt, ja. Oh, guck mal. Und dieser Zauber macht alle derartig langsam. Den kannst du eine watschen. Also scheuern. Wie sagt man denn im Norden bei euch? Runter. Eine scheuern ist schon... Das verstehen wir schon. Ist gängiger. Im Norden. Ne? Das ist schön. Das Einzige, was wir noch nicht gefunden haben, sind diese Relics, die man auch aktivieren kann, ne? Aber irgendwas kann man wohl auch offenbar in irgendeinem Shop kaufen. Sehr gut. Jetzt hast du dir das ganze Essen genommen, Jochen. Ich war auch ganz schön tot. Ach, okay, dann darfst du das. Los, komm mit der Kugel hier hin. Ich weiß nicht mehr, wie ich die aktiviere. Oh, Alter. Warte nur ab, gleich ist Jochen wieder so ungeduldig, da wirst du dann auch als Idiot beschimpft. Warte mal, ich kann euch aber das hier nochmal schnell... Ah ne, das geht gerade auch nicht. Scheiße. Scheiße. Jetzt habe ich die Kugel. Achtung. So. Jetzt müsst ihr aber. Ich habe nämlich... bin gerade komplett auf Cooldown. Wobei, ich kann ja... Das ist schon geil. Wenn ich auf Cooldown bin mit einem Zauber, kann ich einfach switchen zu einem anderen. Ja, dieses Feuerding ist so fett. Wie habe ich denn dieses andere Feuer hinbekommen? Das war, glaube ich, so. Ne, das ist... Oder so. Ja, das Feuer ist dieser Flächenschaden. Also Leute, es tut mir leid, wenn ich das sage, aber ich glaube, ich habe den besten Char von allen. Conny? Ja? Bitte? Wie ist das Wort nochmal für eine kleben? Scheuern! Seid ihr auch schon Level 25? Alter, ich bin gleich tot. Bist du Level 25? Nee, oder? Ich weiß gar nicht, wo ich mir den Level angucken kann. Ich sehe überhaupt kein Level. Nee, gibt's doch nicht. Also irgendwie charaktermäßig ist man da ziemlich
Also mit Rollenspiel hat es im Moment noch wenig zu tun. Aber es leuchtet ziemlich viel überall. Macht ja auch Spaß. Jochen macht's keinen Spaß. Oh fuck. Bin wieder los. Weil Jochen, der blöde Nahkämpfer, ist, der immer alleine meint, da reingehen zu müssen. Der ist schon wieder tot. Ja, ihr schützt einen ja überhaupt nicht, ihr Affen. Du bist doch der Tank, du bist doch der Nahkämpfer. Was ist das denn hier, was hier liegt? Achso, das ist Jochen. Das ist Jochen, vermutlich. So, Freunde. Die Menge spendet tosenden Applaus. Hier ist ein Schlüssel, ihr Affen. Geil, wir sind hier im Schutzschild. Habt ihr gesehen, wie blöd der ist? Oh, der steht wieder auf. Wo bin ich? Hallo? Oben. Du wirbelst. Uiuiui. Gold, Gold, Gold. Oh, aufpassen, der explodiert. Ja, danke. Ich sag's ihm noch und bleibt stehen. Toter als Tor. Tot. Hast du gerade das Achievement Toter als Tot bekommen? Jochen? Ich hab's auf Englisch, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, was da stand bei mir. Ich hab einen Schlüssel. Jochen antwortet dir einfach nicht mehr. Der hört nämlich gar nicht zu. Hast der ist nur noch trotzig. Ist seine Erdnussflips und trotz drum. Ich habe heute schon ein ganzes Regal gebaut. Wieso komme ich hier nicht durch? 3,20 Meter hoch. 3,20 Meter hoch. Da kommst du dann ja gar nicht dran. 1 Meter tief. 1 Meter oder 3 Meter tief? Ja. 3,20 Meter hoch und 3 Meter tief. Genau, Georg. Ja, was weiß ich, was du für Regale baust, Jochen. Ich kenne deine Heimwerker-Talente ja nicht. So und das und nun? Und was hier? Relativ. Oh, hier ist Ende. Oh, Leute, habt ihr das gesehen? Nee. Ah, warte. Ah, Mist. Bin ich der Beste? Nee, ich bin der Beste. World Champion steht da. Scheiße. Ich glaube, ich bin damit nicht gemeint. Goldmeister Wolf? Ja. Ich habe gerade eben, ich hoffe, der Zauber wird übernommen, weil ich weiß nicht mehr, wie ich ihn ausgeführt habe. Ich habe mich gerade mit Feuer wegteleportiert. Das ist eine gute Stelle, um Pause zu machen und eine nächste Folge zu starten. Okay, Päuschen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.